Sarah Bischoff studiert in München Philosophie und Deutsch als Fremdsprache an der Ludwig-Maximilian-Universität. Das Studienjahr 2021-22 verbringt sie mit Erasmus-Plus-Stipendium an der Universität Fünfkirchen. Ihr Unterrichtspraktikum absolviert sie in Badesek am Gymnasium Gesa II. Und anschließend im Badesecker Kindergarten. Ihre Wahl ist kein Zufall, da in ihren Adern auch ungarisches Blut fließt. Ihre Großeltern leben heute in Sexhard. Ihre Großmutter stammt aus einer ungarndeutschen Familie. Vielleicht ist das der Grund für ihr Interesse an der Geschichte des Ungarndeutschtums und der ungarischen Sprache. Also meine Oma ist Ungarin, deswegen war klar, dass ich irgendwann nach Ungarn möchte, weil ich auch sehr daran interessiert bin, die Sprache zu lernen und auch den kulturellen Hintergrund noch näher kennenzulernen, als ich ihn schon ein bisschen kenne. Ich habe zur Minderheitenkunde was gemacht, eine Einführung und auch materielle Kultur der Ungarndeutschen. Dann hatte ich natürlich auch Philosophiekurse, weil das mein Hauptfach ist. Und aber auch zum Beispiel zur deutschsprachigen Literatur oder zu Sprachinseln hatte ich Kurse belegt. Ich finde das sehr interessant, vor allem, dass es auch etwas Kulturelles, also zum Beispiel jetzt Kleidung oder Essen, das einem nicht direkt auffällt, weil man ja heutzutage, es sind ja sehr viele damals, die sich assimiliert haben. Und darum ist es auch schwierig sozusagen, das heutzutage zu realisieren, was es überhaupt noch gibt. Und teilweise ist mir aber auch gefallen, dass es zum Beispiel im Essen sich widerspiegelt. Also manchmal kocht Oma dann noch was, wo ich dann sage, ah, das habe ich jetzt gelernt, das ist ein typisch ungarndeutsches Gericht. Das finde ich dann immer sehr interessant oder fand ich interessant, genau. Obwohl sie erst seit einigen Tagen am Badesecker Gymnasium ist, hat sie schon Stunden gehalten und Erfahrungen über Sprachkenntnisse und Interesse der ungarischen Schüler gesammelt. Sie merkt auch die Unterschiede zwischen den deutschen und ungarischen Lehrmethoden. Also gestern, als ich eine Unterrichtsstunde schon halten durfte in der 8. Klasse, war das sehr schön. Und ich glaube, es ist am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, weil ich natürlich neu für sie bin und oh, da kommt jetzt wieder jemand und wieder eine neue Person und was macht die jetzt mit uns? Aber ich denke, also ich habe mich vorgestellt, dann haben wir ein kleines Quiz gemacht, so zum Aufwärmen. Und ich denke, sie haben mich ganz gut verstanden und ich hoffe auch, dass sie immer nachfragen, wenn sie was nicht verstanden haben. In Ungarn habe ich ja auch Sprache unterrichtet bekommen. Also ich habe ja Ungarischkurse belegt, in Pécs auch. Ich habe aber natürlich auch den Kurs in München gehabt, auch bei einer Ungarin. Also, weil ich vorher schon angefangen habe, Ungarisch zu lernen. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, ob das jetzt pauschal gesehen wird, aber zwischen deutschen und ungarischen Lehrern ist, glaube ich, der, dass in Ungarn mehr darauf geachtet wird, die Kinder richtig zu motivieren und richtig, also auch euphorisch in die Klasse gegangen wird und gesagt wird, wir lernen jetzt was. Deutschlehrerin Agnes Selig unterstützt die Praktikantin als Mentor. Obwohl die Begleitung des Praktikanten mehr Arbeit bedeutet, macht es die Lehrerin gern, weil sie davon überzeugt ist, dass das direkte Treffen mit der lebendigen deutschen Sprache für die Schüler sehr wichtig ist. Der erste Aspekt ist natürlich, dass ich Muttersprachlerin bin. Das heißt, sie können Kontakt mit einer Muttersprachlerin haben. Sie können natürlich auch Fragen stellen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass, glaube ich, was natürlich immer so ist, logischerweise, es gibt immer ganz kleine Wortwendungen zum Beispiel, die man als ungarischer Lehrer in Ungarn, als ungarischer Muttersprachler quasi, lernt, aber die in Deutschland zum Beispiel ganz anders verwendet werden oder je nach Gegend anders sind. Und dann heißt es, dass der Satz ist zum Beispiel falsch, aber das ist zum Beispiel nur ein Dialekt. Und dann, denke ich, kann ich da ganz gut dazu beitragen, dass man halt jeden, also dass sozusagen die Sätze, kann ich dann sagen, was sie bedeuten und ich kann dann auch sagen, dass man das auch so sagen kann. Und auch die Schulleitung freut sich über die Praktikanten, Praktikantinnen. Sie versucht ja, alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um die Schüler zu motivieren und ihnen die gesprochene Sprache näher zu bringen. Und dass sie auf gutem Wege sind, davon zeugen auch die Statistiken des vergangenen Jahres.
Von 54 Absolventen haben 31 eine erfolgreiche Sprachprüfung abgelegt.